Von Paris nach Hamburg sind es 900 Kilometer. Herzlich willkommen am Lycée Français de Saint-Exupéry, das jetzt zum deutsch-französischen Gymnasium wird. Bienvenue au Lycée Franco-Allemand. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, mein Name ist Torge Lorenzen. Ich bin der zukünftige Schulleiter des Deutsch-Französischen Gymnasiums und möchte Ihnen heute ein bisschen die Schule erklären und ein wenig zeigen. Bonjour, je m'appelle Yvon Panariou, donc je suis le proviseur côté français du futur DFG. Je suis actuellement proviseur du lycée français de Hambourg. Qui va donc opérer cette grande mutation du lycée français vers le lycée franco-allemand. Das deutsch-französische Gymnasium ist eine ganz besondere Schulform, einzigartig in Hamburg, die allererste. Es gibt bisher zwei in Deutschland, eine in Freiburg, eine in Saarbrücken und eine in Paris. Une ambition qui est multiple, c'est d'abord culturelle, linguistique et bien sûr notre idéal, c'est de permettre à tous les enfants scolarisés au LFA de réussir le mieux possible dans leur parcours individuel. Ja, was muss man eigentlich mitbringen, wenn man hierher kommen möchte? Also, wir setzen keine Französischkenntnisse voraus. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr schnell geht, sozusagen die andere Sprache zu lernen. Was natürlich schon da sein sollte, ist eine gewisse sprachliche Begabung und auch ein Interesse daran, andere Sprachen zu lernen. Wir fangen natürlich erstmal in der fünften Klasse an, in der deutschen Klasse mit sehr viel Französischunterricht. Wir werden 7 Stunden Französischunterricht durchaus haben. Der Rest ist erstmal auf Deutsch. Aber dann, so spätestens ab der 7. Klasse, kommt immer ein weiteres Sachfach auch auf Französisch dazu. Und die Gruppen des deutschen und des französischen Zweiges vermischen sich immer stärker. Wie denken Sie, dass die neue Schule sein wird? Comment vous croyez que la nouvelle école va être? Am DFG wird das Beste des Französischen mit dem Besten des deutschen Schulsystems vereint. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir ein ganz besonderes Vertretungskonzept haben, dass wir eine ganz besondere Ganztagsbetreuung haben, die sonst nicht selbstverständlich ist. Der Wechsel der Sprachen, dass wir hier Kinder aus 20 verschiedenen Nationen haben, das Internationale und dann glaube ich auch, dass diese Schule sehr viele Möglichkeiten bietet, die es an anderen Schulen vielleicht so nicht gibt. Aus welchem Grund sollte man auf diese Schule gehen? Pour quelles conditions on devrait aller sur cette école? Die Schülerschaft besteht aus mehreren Nationen, natürlich hauptsächlich aus Deutschen und Franzosen. Die Kollegenschaft, die Schulleitung ist paritätisch besetzt und all das ist das Besondere an dieser Schule. Das heißt, man lernt die Sprache nicht nur im Unterricht, sondern eigentlich auch zu einem großen Teil auf dem Schulhof. Welche Sprachen sprechen wir dann eigentlich auf der neuen Schule? Quelle langue allons-nous parler à la nouvelle école? Das DFG ist eine internationale Schule, das heißt, hier wird nicht nur Deutsch und Französisch gelernt, sondern natürlich auch Englisch von Klasse 5 an und auch Spanisch. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe an den anderen Schulen, das ist sehr interessant und das lässt sich auch zeigen, dass die Schüler, wenn sie eine Sprache sehr gut gelernt haben, überhaupt keine Probleme haben, noch eine weitere und vielleicht sogar eine dritte oder vierte zu lernen. Warum wollen Sie auf der neuen Schule Direktor werden? Pourquoi vous voulez venir directeur sur la nouvelle école? Ja, ich finde es erstens unheimlich spannend, eine Schule neu aufbauen zu können. Ich finde es als politisch interessierter Mensch ganz, ganz wichtig, dass wir etwas Echtes für Europa tun und tatsächlich diesen europäischen Gedanken wirklich leben. Und das tut man mit dieser Schule. Deutsch-Französische Gymnasien sind damit für mich eigentlich internationale Begegnungsschulen. Und dieses schöne Schlagwort interkulturelle Kompetenz wird hier nicht nur gelehrt, sondern wirklich im täglichen Umgang gelebt. Was ist anders auf dem deutsch-französischen Gymnasium als bisher? Qu'est-ce qui va changer sur le lycée franco-allemand? Eine Stärke des französischen Schulsystems ist für mich die sehr klare Struktur, die Kinder an die Hand bekommen und die ihnen durchaus hilft. Die Stärke des deutschen Systems ist die große Freiheit, die den Kindern gelassen wird und der hohe Grad an Selbstständigkeit. Und die Kombination aus beidem
ist etwas ganz Hervorragendes. Verschiedene Nationalitäten, verschiedene Sprachen, vielfältige Kultur. Das ist unsere Schule, ein Ort, an dem man lernt und entdeckt. Moderne Technologien. Wow! Wer den ganzen Tag lernt, braucht auch etwas Gutes zu essen. Wir werden immer mehr. Die Gebäude sind mitgewachsen. Der neue Standort in Altona wird noch viel mehr Möglichkeiten bieten. Kultur hat in unserer Schule einen wichtigen Platz. Musik, Theater und Film. Hier kann man alles machen. Jeder lernt hier ein Instrument. Jeder? Ja, jeder. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen oder die eine oder die andere hier in Zukunft begrüßen darf. Et au revoir. Auf Wiedersehen und au revoir à la française. Au revoir. Au revoir.